Habt ihr schon mal im Juli an Weihnachtsgeschenke gedacht? Das würde uns doch unfassbar viel Stress nehmen und trotzdem verschieben wir es bis auf den letzten Tag. Und genau darum geht's heute, ums Prokrastinieren. Und damit ihr euch jetzt nicht die ganze Zeit Gedanken machen müsst, was ihr im Winter verschenken könnt, haben wir ein paar Ideen für euch gesammelt. Zum Beispiel könntet ihr einen Baum verschenken. Also keinen großen physischen Baum, sondern eine Oliven- oder Apfelbaum-Patenschaft. Und das ist eine total schöne Idee, denn ihr kriegt frische Äpfel zugeschickt oder frisches Olivenöl und unterstützt die regionalen Landwirte, die ökologisch arbeiten können und tut damit auch noch was Gutes, nämlich etwas für den Klimaschutz. Und das sind alles viele wundervolle Ideen, die ihr euch jetzt aufschreiben könnt und dann packt ihr sie wieder in eine Schublade und wartet wieder bis zum 24. Dezember. Wir haben euch in der Community gefragt, was ihr so alles verschiebt und die Antworten waren sehr spannend, denn 19% sagen Geschenkekauf, 20% sagen Steuern. Ja, da bin ich leider irgendwie auch dabei. Und 61% von euch sagen, joggen gehen und das plane ich erst gar nicht mehr. Wichtige To-Dos immer wieder zu verschieben, nennt man auch Prokrastination. Und das kommt aus dem Lateinischen und steht für auf morgen vertagen. Laut der Uni Münster gibt es diverse Faktoren, die Prokrastination begünstigen. Unter anderem falsche Prioritäten, ganz unrealistisches Planen oder ganz einfach schlechtes Zeitmanagement. Prokrastinieren kann uns im privaten und auch im beruflichen Alltag stark beeinflussen. Darum sitzen Forscher auch daran, herauszufinden, woran das liegt. Und ein Teil davon können unsere Gene sein, Teil davon die Bildung von Dopamin, aber so ganz genau weiß man das immer noch nicht. Wichtige Aufgaben nicht sofort zu erledigen, muss nicht unbedingt schlecht sein. Gerade als Kreativer sollte man sich für diverse Aufgaben viele, viele Stunden Zeit lassen. Aber das Aufschieben von Sachen sollte immer in einem gewissen Maße bleiben. Das kann sonst richtig ungesund werden. Wer kennt es nicht, an einem Geburtstag noch nach Geschenken zu suchen oder am Tag der Abgabe von einem Projekt noch bis nachts dazusitzen und Sachen fertig zu schreiben? Das ist richtig stressig. Mehr Infos zum Thema Prokrastination, wenn euch das interessiert, findet ihr auf der Webseite der Uni Münster, und zwar die Prokrastinationsambulanz. Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Auf der Seite der Prokrastinationsambulanz gibt es diverse Tipps, unter anderem große Aufgaben in viele kleine Schritte aufteilen und feste Zeitpunkte und Zeitspannen festlegen, an denen ihr das abarbeitet. Bei mir hat das richtig gut funktioniert. Bevor wir jetzt aber wieder alle anfangen zu prokrastinieren und vergessen, unseren Liebsten und Verwandten etwas zu schenken, hier noch ein paar Geschenkideen für euch. Eine schöne Idee sind zum Beispiel Upcycling-Produkte, zum Beispiel Schlüsselanhänger oder Schlüsselschoner aus Fahrradschläuchen oder Fischernetz. Ihr könnt auch selber Upcycling-Produkte bauen, wie zum Beispiel Bienen- oder Insektenhotels. Eine Anleitung dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Und das Schöne ist, Bienen sind extrem wichtig für eine gesunde Biodiversität. Und das gilt auch für Haie. Und warum das so ist, das seht ihr in diesem Video.